Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed 3 Remastered. Wir machen weiter mit einer neuen wunderschönen Folge und heute machen wir Hauptmission. Letzte Folge haben wir ein bisschen Nebenmission gemacht, ein bisschen Nebenkrempel. Aber ich muss irgendwie sagen, ich habe jetzt eine halbe Stunde gemacht und irgendwie, boah. Ja, ist ganz nett, aber ehrlich, also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare für diesen kleinen Missionchen hier. Das finde ich aber irgendwie ein bisschen irre. Und jetzt die ganze Exekution aufzuhalten und rumzumetzgern, da kann ich auch eine Hauptmission machen. Mal tun wir umdeuten. Spaß. So, aber es ist cool gemacht hier, die Hauptmission. Machen wir die Hauptmission, würde ich sagen, weil. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich dabei nicht stören. Irgendwie, ja, da wird man auch verfolgt, da wird man gejagt und ja. Naja. Ich fand die Nebenmission mit Wash, mit Benedikt, nee, mit dem Benedikt letzte Folge und die letzten Folgen. Haben sie dich geschickt? Wo warst du denn? Was? Egal. Ich weiß, wer die Verräter sind. Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten. Wenn sie sie den Rotrücken übergeben, ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen. Na? Easy. Ah. Ja, das ist meine ganze Zeit solche Mission. Ja, kann die Hauptmission machen. Da wird es dann gemacht innerhalb einer Geschichte und das hat irgendwie mehr Sinn. Aber gut, und das bringt uns eh nicht weiter. Ich weiß nicht, ob dann irgendwie eine große Mission kommt, keine Ahnung, aber ja. Es geht. Vater und Sohn. Ach, Dreadnought. Na, mal gucken. Guten Abend, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Hey. Alles vor, ne, das vor vom Washington können wir echt nochmal machen. Mal machen wir doch mal. Ich schon nicht mehr gedacht. Na ja, egal, können wir noch machen. Ach, machen wir nach der Mission. Oder mal gucken, oder nächste Folge. Und mit dem. Je nachdem, was jetzt passiert. Das sind auch wieder so zusammenhängende Missionen, hatten wir auch schon. Ja, mal gucken. Machen wir vielleicht aber noch. Also wenn das Spiel mir jetzt noch die Möglichkeit dazu gibt. Ich glaube, das könnte nochmal ganz lustig sein. Dafür ist die Mission ja auch nicht so lang. Dann könnte man es heute noch machen. Hä? Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung, Sinn, Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel, nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein, sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle.
Ja. Da werden wir auch nochmal dazu ein Spiel spielen. Es gibt auch noch ein Assassin's Creed, was wo die Templer, wo wir Templer spielen. Und dann sehen wir auch mal die andere Seite. Aber klar, es ist natürlich so. Dass das Volk natürlich nicht ganz genau weiß, was hier gespielt wird. Sondern das schlucken, na, was sie wollen. Oder was sie denken zu wissen. Okay. Aber ich muss sagen, ich finde es mal interessant, mit dem Templer zusammenzuarbeiten. Das ist hier nicht das Gut gegen Böse, so, sondern dass es ein bisschen gemischt ist. Einen Moment. Church, du gerissener Bastard. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Ich sollte vorbeigelangen, ohne Verdacht zu erregen. Aber du? Nein. Entweder zusammen oder gar nicht. Was schlägst du denn vor? Ich suche eine Wache, die dienstfrei hat und nehme seine Uniform. Wie du meinst. Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? Ah. Ach, komm schon. Als Handlanger verkleiden. Okay. Damit das Uniform nicht entdeckt werden. Das ist optional. So, ich dachte, das wäre Pflicht. Warum er? Wow. Okay. Ja, weil der andere kommt, lol. Ich war doch fast fertig. Ach nee, oder? Egal. Halt, ob das so geht, weil damals wäre das ein K.O.-Kriterium. Ach nee, nee, oder? Ey. Am unten auf dem Pferd von da. Ja, Alter! Ich dachte, das wird jetzt. Ja, wie viele kommen? Oh Gott. Ich hab den doch erstochen. Ja! Als ob der noch lebt. Ja, bitte. Übertreib. Was hält der denn aus da mal? Oh, wieso geht das immer nicht? Oh, ja. Ich hab den auch umgebracht. Ja. Komm her. Ja. Ja. Übertreib. Komm. Tschüss. Ja, ich hab doch ausweichen gedrückt. Hallo, weich aus! Wieso weicht er denn nicht aus? Ja. Das sind nur solche Angriffe und killt mich jetzt oder was? Jetzt, ja. Ja, ich bin tot. Keine Ahnung, ob er da bitte ausweichen kann. Ja, okay. Alter, wir noch die Großen, wer weiß, ob sie nicht. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausweicht. Und. Nee, dann haben wir.
Oh, jetzt stecht ihn doch einfach ab. Nein, er sticht ihn auch nicht ab. Er macht da irgendeine Scheiße die ganze Zeit. Ja, komm. Jetzt lässt es los. Genau. Einfach. Ja, stech ihn doch ab. Ja, danke. Jetzt du. Jetzt abstechen. Als ob er das blocken konnte. Ah, das geht auch mit E. Ah, okay. Achso, weil da Kondom parieren steht. Achso, das ist auch ausreichend. Okay. Gut. Easy. Das sollte reichen. Folge mir. Halt, Fremde. Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. Vater und Sohn. Ah, das sind jetzt wieder zusammengehängende Missionen. Okay. Aber dass das nur dass das nur unentdeckt war, um optional war. Das wunderte mich. Okay, Benjamin Church konfrontieren. Nehmen wir den jetzt. Chill uns aber. Na du? Verschlossen. Gib mir einen Moment. Scheiße. Ja. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Das tut mir sehr leid. Es tut dir leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut dir leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Hat er damit gar nichts zu tun? Okay, das kommt von ihm. Benjamin Church. Ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Oh oh. Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht, wie dieses Halbblut kämpft, wie ein wilder Hund. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei, schnappt sie! Lasst sie nicht entkommen! Packt ihn, den Indianer auf! Schnappt sie euch! Zack. Den da, unseren Halbblut! Umstellt sie! Naja. Zack, oh ja. Ah, muss ein paar Meldaten mitnehmen. Wo ist Church? Ich sag's euch, alles was ihr wollt, aber versprecht mir, mich nicht zu töten.
Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique, an Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Scheiße. Ach, komm schon. Ach toll, ein Weg aus der Brauerei finden. Wir müssen schleunigst hier raus. Was okay, du sagst. Tschüss. War schön. Ach komm schon. Na komm schon. Das ist nicht der Moment zum Herumtrödeln. Du bist gut. Ich trödel nicht. So nah. Ah, danke. Ach, um die Flamme. Ich dachte, in die Flammen rein. Ja, vielen Dank für deine weisen Worte. Komm zurück, ihr Verräter. Oh, es wird mir ich hab Freude, doch. Zu bestrafen. What the? Huh? Hallo. Hat Church euch gut bezahlt? Wurdet ihr angemessen entlohnt? Und was nützt euch euer Gold jetzt? Ist es magisches Gold? Ich mach doch. Ich drück das. Ja, Schiff und was das andere da. Moment mal. Schiff halten und Leertaste drücken. Hä? Ich werde ungeduldig, Connor. Ja. Mach, dass du herkommst. Ich auch. Ach ja, das Gebäude hält auch nicht mehr lange durch. Ach so. Jetzt. Ach so. Ja, weil das Spiel mir jetzt eben so angezeigt hat, hatte ich gedacht, dass das schon der richtige Winkel wäre. Ah, okay. Gut. Schau, ob du was findest, um es aufzubrechen. Connor? Was hast du vor? Oh, nein. Tu das nicht. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite ist! Yo! Ein paar Millimeter näher und ich bin der Drückwart durch. Jetzt wissen wir es. Wasser. Church hat einen guten Tag Vorsprung. Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. Der Schaum. Und das Feuer. Gut, am Kai, was habe ich jetzt? Okay, habe ich fertig die optionalen Dinger? Okay, geil. Okay, ich habe gedacht, das wäre der richtige Winkel schon gewesen, weil das Spiel das so angezeigt hat. Bin ich jetzt wieder Big Oh ne, bin ich wieder 2, oder? Oh, wieder. Ein bitteres Ende. Ja, können wir gerne nächste Folge machen. Bin ich jetzt. Hä? Okay. Ich würde immer in den Templer vorgehen, aber bin ich jetzt inkognito? Ja. Ja, weg. Genau, ein bitteres Ende. Das können wir dann nächste Folge gerne machen. Ich glaube. Das Vor wird jetzt nicht so lange dauern, da sind wir ja relativ Metzcap uns kurz durch und dann renne ich hier hin und dann aktiviere ich die Mission. Ist das eigentlich die letzte von der Sequenz? Das wäre ganz, mag auch ganz interessant mal wieder zu wissen. Also, aber wir es nachgucken können. Ja, yep, habe ich mir schon gedacht, also ihr kennt es gleich durch. Alter, so bin ich schnell. Na gut, ich will auf jeden Fall noch ein bisschen aufnehmen. Die Story ist geil. Darum spiele ich es, Alter, das hätte ich auch gerne. Ich finde, die Story ist hier wirklich extrem
cool gemacht. Gut, Leute, ich danke wie immer fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr morgen gerne wieder einschalten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Euer Pirates, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.